Oh, das erste Bier wird in der Kaserne eingeliefert. Hä? Und du lagerst schon Eisen ein, hä? Was wird hier gerade zusammengezimmert? Ah, die Speermacherei und die Werkzeugschmiede. Oder so Farmer können ziemlich gut trainiert werden. Unsere Eisenschmelze ist am Verhungern. Da soll er mal was essen gehen. Oh, er schert wieder. Sehr gut. Bald hat er auch er seinen Meisterrang und wir können dann einen Weber bauen. Braucht er eigentlich schon Religion? Nein, noch nicht. Wie sieht es eigentlich bei unserem Bierbrauer so mit der Religion aus? Ja, so lala. Hm. So, er hat den Schäfer erfunden. Er soll noch weiter ein paar Schafe. Ah, Möbel könnten knapp werden, aber es geht noch. Ich bin eher froh, dass jetzt langsam wieder Nahrung eingelagert wird. Jo, Werkzeugschmiede wurde hergestellt. Ich lasse ihn aber noch die beiden Eisenerz einschmelzen. Beziehungsweise die drei Eisenerz. Er wird wahrscheinlich das hier auch noch holen. Wie sieht's mit Geschirr aus? Habe ich 11. Mhm. Und ja, je mehr von dem Wald wegrodet, desto weiter. Naja, denn die anderen kann ich meinen Verteidigungsturm dann bauen. Aber du machst jetzt erstmal Speere. Ja, sammle gleich mal das Holz wieder auf und mach daraus einen Speer. So, du kannst jetzt direkt die Werkzeugschmiede beliefern. Sehr gut. Und nur das letzte Eisenerz.
Ja, wo ist denn der Speer hin, den er gemacht hat? Ist der schon eingelagert worden jetzt? Oder braucht er immer zwei Durchgänge für einen Speer? Ach ja, einen Weber. Ah ja, hier, Webstube. Wo ich hier hin? Da haben unsere Bauarbeiter wieder was zu tun, denke ich mal. Und ja, er braucht wirklich immer zwei Durchgänge, um einen Speer herzustellen. Ah. Wie sieht's mit Schuhen aus? Sind noch 17 Stück vorhanden, das ist gut. So, hast du das Eisenerz? Nein, du hast es noch nicht geholt. Oh Gott, du holst Eisenerz aus den Bergen, oder was? Na, Tatsache, da liegt loses Eisenerz rum. Na gut. So, jetzt aber erstmal nicht Werkzeugschreiner, sondern Tischler. Du kannst trainiert werden. Das ist gut. Hast du gerade mal zwei Speere hergestellt oder wurde jetzt doch einer endlich mal eingelagert? Naja, hat nur zwei hergestellt. Webstube wird gebaut. Neun bitte. Warte, du bist schon fertig? Halt mal. Gut, wenn du schon fertig bist, dann... Geh Holz fällen. Ja, Webstube wird gebaut, gut. Das heißt, du kannst eigentlich schon mal deinen Job wechseln. Ah, Weber braucht keine Religion. Finde ich interessant. Nö. So, dann fang mal an zu weben. Ah, und jetzt, wo der Weber fertig ist, einen Bogenmacher. Hier hin. Ja. Und du wechsel jetzt mal den Beruf und werd Werkzeugschmied.
So. Bei dem ganzen Mehl, das ich habe, könnte ich noch eine zweite Bäckerei betreiben. Wäre wahrscheinlich effektiver als der Obstgarten. So, du bringst... Ihr bringt jetzt Jungen zur Welt. Uff. Ich dachte schon, das hängt jetzt, das Spiel. Das wäre nicht schön gewesen. Ich speichere hier lieber mal drüber, sonst müssen wir alles nochmal machen. Nein, du wirst Finn nicht heiraten. Er ist nur Träger. Kolbein kann trainiert werden. Sehr gut. Oh, das erste Eisenwerkzeug wird gemacht. Wie sieht es mit Geschirr aus? Noch 10 übrig, also brauche ich die Töpferei noch nicht anschmeißen. So, Waffenröcke. Werden hergestellt. Ich nehme mal einen meiner Träger hier. Gebe ihm die Kaserne als neues Arbeitsgebiet. Dann kann er nämlich anfangen, Waffenröcke einzuliefern. So, 4 Einwohner brauche ich noch, um die gewünschte Anzahl zu erreichen. Holz wird jetzt langsam auch hergestellt. Vielleicht sollte ich mir wirklich noch überlegen, einen zweiten Holzfäller einzustellen. Und Tatsache... Ach nee, das ist der Träger von der Kaserne, oder? Ja. Und Eisenwerkzeuge werden hergestellt. Hast du wenigstens selber schon ein Eisenwerkzeug? Nein, hast du nicht. Ja, da ich einen durchgehenden Holzverbrauch habe, sollte ich auch durchgehend einen Holzfäller haben. Und dann habe ich halt jemanden, der sich um die drei Sachen kümmert, extra. Wobei, nee. Brauchen wir eigentlich nicht, weil das Holz kommt ja jetzt. Langsam rein. Kein Bogen brauche ich, Leder. Ah, macht doch irgendwie Sinn. Du wirst jetzt aber erstmal Bogenmacher. Ja, Bjarni arbeitet.
Ja, Waffenröcke werden jetzt auch eingeliefert. Gut. Und sobald du das bist, gehst du wieder jagen, weil Leder... Gut, Leder haben wir noch einigermaßen, aber wir könnten mehr haben. Von daher, Waffenröcke brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel. Keine Schuhe? Es sind doch Schuhe da.